wir tun das Böse in uns nicht anerkennen. Das heißt, wir verleugnen das Böse, wir denken, wir müssten gut sein oder wir sind nur gut und merken dann, dass wir nach diesen eigenen guten Verhaltensregeln gar nicht immer leben, sondern diese oft brechen. Und dann entsteht so eine Diskrepanz in einem, die sagt, ich will doch eigentlich gut sein, aber irgendwie schaffe ich es nicht immer so gut und perfekt zu handeln, wie ich das von mir selbst erwarte. Und diese Erwartung ist natürlich kreiert von den Erwartungen, die die Gesellschaften, die Eltern in der Kindheit und die Gesellschaft jetzt an einen richtet und die durch die Medien immer stärker transferiert werden. Und wir müssen erkennen, dass es in keinem Menschen nur Gutes gibt. Genauso wie es Tag und Nacht gibt, wie es warm und kalt gibt, gibt es auch Gut und Böse. Und in jedem Menschen steckt Gutes und in jedem Menschen steckt Böses. Das Problem ist, dass wir dieses Böse immer unterdrücken wollen. Und durch dieses Unterdrücken des Bösen entsteht dann sowas wie Wut, Aggression, Hass, Gewalt. Anstatt einfach, wenn wir böse sind, böse zu sein und wenn wir fröhlich sind, fröhlich zu sein, versuchen wir immer perfekt zu sein. Wir versuchen immer, das nicht zu zeigen. Und dann fühlen wir natürlich unsere eigene Diskrepanz. Wir fühlen uns selbst verraten, also dass wir uns selbst verraten sozusagen, weil wir eigentlich gut sein wollen. Und wir haben Angst, weil wir wissen, wir schaffen es nicht, dass andere uns dann enttarnen, dass plötzlich andere das Böse in einem erkennen, obwohl man doch so eine perfekte Scheinwelt vorspielt. Wichtig ist zu erkennen, dass es zu der Welt dazugehört, dass das Unperfekte zu unserer Welt dazugehört, zu allem hier um uns rum und zu uns selbst. Wenn wir das erkannt haben und akzeptieren, dann können wir mit diesem bösen Negativen in uns viel besser umgehen. Wir können es annehmen, wir können es hochholen und können es transformieren sozusagen in Bewusstheit. Oder es einfach, sagen wir mal so, ohne Gewalt, ohne andere Leute damit zu schädigen, herauslassen. Ohne zu verurteilen. Aber dafür müssen wir es erstmal annehmen und es akzeptieren, dass es das gibt in uns. Also sehr wichtig, das Böse in einem akzeptieren, erkennen, dass die Welt immer aus Polaritäten besteht. Immer aus dem Gegensatz. Wenn es immer nur hell wäre oder immer nur die Sonne scheinen würde, dann könnten wir die Sonne gar nicht mehr genießen. Wenn man sich mal vorstellt, was die Welt ohne das Böse wäre. Wir versuchen natürlich, das Böse immer zu unterdrücken, aber jeder fühlt in sich, dass es in einem ist. Und warum ist denn das Böse so beliebt? Warum regen sich die Leute auf? Die werden richtig heiß. Oh, wie kann man nur? Das ist eine Emotion, eine Reaktion, eine starke Reaktion. Warum regen sich die Leute über sowas auf? Die Zeitungen wären fast leer, wenn das Böse und das Verletzende verbannt werden würde aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen. Das heißt, die Leute, die gieren danach, die Zeitungsmacher wissen das, was am besten läuft. Und am besten läuft eben sowas, dieses Negative, dieses Böse. Und da zeigt es sich, dass wir dadurch, dass wir es selbst in uns unterdrücken, haben wir einen Drang, es woanders herzuholen und uns dann aufzuregen darüber. Wie kann man nur so böse sein? Aber wir erkennen nicht, dass das Böse in uns ist. Und dass wir es, nur dadurch, dass wir es unterdrücken, artet es aus. Das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und man könnte niemals eine Mutter Teresa in den Himmel loben, wenn es nicht einen Adolf Hitler gegeben hätte. Also es geht immer um Gegensätze, um zu erkennen, was man an der anderen Polarität hat. Es ist sehr wichtig und das Böse in einem selbst akzeptieren, anerkennen, es lieben lernen und ausleben quasi. Ohne natürlich andere zu verletzen, aber das ist dann ganz automatisch der Fall, weil man es eben nicht unterdrückt. Nur dieser Widerstand, der Widerstand dagegen, der löst dieses aggressive, wütende aus. Und wenn man es akzeptiert, seine Freude, sein Leid, wenn man fröhlich ist, ist man fröhlich, wenn man bedrückt ist, ist man eben bedrückt. Akzeptieren, nicht immer perfekt sein wollen, erkennen, dass die Welt eine unperfekte Welt ist, von vornherein schon. Und dann läuft das alles viel leichter, der Widerstand löst sich auf. Bis zum nächsten Video. Ciao.